Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um 1x Oasis Gabberline 60. Genauer gesagt um das Retro-Projekt. Retro-Projekt soll heißen, ich habe hier bei einem Weißglasaquarium mal eine klassische Abdeckung mit T8-Röhren verwendet. Außerdem habe ich einen Bodenfilter installiert. Das habe ich früher im Allmann-Garnelen im Becken so gemacht und war immer mit zufrieden und irgendwie fehlte mir das hier auf dem Kanal und so habe ich wenigstens nochmal so ein klassisches Aquarium, wo ich einfach mal zeigen kann, wie man es auch anders machen kann. Im heutigen Video werde ich euch einfach mal zeigen, wie sich das Becken in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat. Ein Video zur kompletten Entstehungsgeschichte dieses Aquarium-Projekts setze ich euch oben in die Infobox, denn das existiert hier bereits. Ich habe den Inhalt meines Superfishscaper 45 inklusive meiner Red B-Garnelen in dieses Becken gesetzt. Bereits nach einer Woche konnte ich die Tiere einsetzen und wie ihr sehen könnt, geht es denen blendend. Auch die Bepflanzung habe ich soweit übernommen. Der Bodenfilter läuft mit einem Zirkulator 500 von Aquael. Bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Wie ihr sehen könnt, die Bepflanzung hat sich auch gut angepasst. Und das Beste ist, die Algen, die vorher auf den Steinen drauf waren, sind komplett verschwunden. Und so sieht mein Oasis Gabberline 60 bereits nach 2 Monaten aus. Wie ihr sehen könnt, die Pflanzen haben sich richtig gut entwickelt. Das Spannende ist, dass das Monte Carlo, hier der Bodendecker, wirklich super flach wächst, dafür, dass ich eine T8-Beleuchtung verwende. Ich mache das immer so, dass ich, sieht man hier eigentlich ganz gut, immer nur einzelne Köpfe sitze. Und so vernetzen die sich viel schneller zu so einem richtig schönen Teppich. Und gerade hier in der Mitte, wo die beiden Leuchten runterleuchten, denn die Abdeckung ist mit 2 T8-Röhren ausgestattet, hat sich so ein richtig schöner Teppich gebildet. Das Sternkraut hat sich an sich auch gut entwickelt. Man sieht aber schon Lichtmangel, gerade auch hier bei Staugen Rippens im Hintergrund. Ich glaube aber, das lässt sich auf etwas anderes zurückführen. Ich zeige euch mal eben, was passiert ist. Ich hatte hier nämlich ein klitzekleines Problem. Die Einfahrphase lief komplett algenfrei ab, doch wie ihr sehen könnt, an der Wasseroberfläche habe ich eine Karmhaut-Algenmischung. Ich habe alles versucht, sich Wasserwechsel gemacht, jedes Mal die Oberfläche abgesaugt, doch es hat gar nichts geholfen. Egal was ich versucht habe, es hat einfach nichts gebracht. Ich habe mir einen EMSGIM 350 gekauft, hier ein extrem feines Fittervlies eingesetzt und schon war das Problem behoben und ich konnte den Skimmer wieder entfernen. Zum Glück musste der Skimmer nur 24 Stunden laufen und so ist jetzt alles wieder gut. Wie ihr sehen könnt, die Wasseroberfläche, das ist alles wieder einwandfrei, alles heil überstanden. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das Wachstum der Staugen Rippens und des Sternkrauts hier Pogostemon helferi darauf zurückzuführen ist oder ob es wirklich an der T8-Beleuchtung liegt, dass es einfach nicht stark genug ist. Hier zum Beispiel bei Busse Verlander, also Rainbow Brown, sieht man aber deutlich, dass die viel schöner gewachsen ist, auch von der Farbe viel intensiver unter der T8-Röhre ist, wie unter der Superfish-LED. Und auch hier ist diese Rainbow Brown wirklich schön gewachsen. Die Pinatifida musste ich jetzt schon einmal komplett zurückschneiden, weil die hier wirklich gigantisch groß geworden ist. Dann habe ich hier diesen riesig großen Korallenmoosball entsorgt. Muss ich leider sagen, hat mir nicht gefallen, aber wie ihr sehen könnt, haben sich die Reste hier sowieso schon wieder ausgebreitet. Ich habe den gegen eine Busse Phalandra SP Red Scorpio ausgetauscht, denn da muss ich wirklich sagen, ich finde die sehr, sehr spannend. Die hatte ich so bisher noch gar nicht. Außerdem habe ich hier zwischen die Steine auch nochmal eine gesetzt. Das war so eine große Packung, dass da ausreichend drin war. Im Hintergrund die Lanceum Bolivium Quadrirostatus, die ich ja auch schon in meinem Superfishscaper 45 halte. Wenn ihr das mal vergleicht, wie schwächlich die da gewachsen ist und hier komplett alles eingenommen. Also hat sich wirklich wunderschön entwickelt. Ich zeige es auch nochmal von der Seite. Mit der bin ich richtig zufrieden. Die hat sich toll ausgebreitet, ist richtig schön kräftig geworden. Und das hätte ich niemals gedacht, dass unter einer T8-Röhre so eine Entwicklung der Pflanzen überhaupt möglich ist. Meine Red B-Garnelen, um auch auf die nochmal einzugehen, haben sich hier super eingelebt. Ich hatte gar keine Verluste. Ich habe wirklich jede Garnele rübergesetzt. Und wie ihr sehen könnt, mittlerweile nach 2 Monaten laufen selbst jetzt schon wieder überall kleine Baby-Garnelen rum. Da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Und wie ihr sehen könnt, ist es für die natürlich auch um einiges schöner. Gerade dadurch, dass die Pflanzen so dicht gewachsen sind, haben die einfach viel mehr Rückzugsmöglichkeiten. Und vom Wasser an sich, denke ich, auch mit dem Bodenfilter, ist das mit Sicherheit um einiges besser gefiltert. Denn ihr müsst es einfach mal so sehen. Der gesamte Bodengrund ist jetzt meine Filterfläche. Und
über den Bodenfilter kann ich einfach wirklich nichts Schlechtes sagen. Funktioniert einfach einwandfrei. Und das Tolle ist, mit diesem Aquell-Zirkulator 500 hat man hier ausreichend Power. Denn ich habe auch das Gefühl, dass die Garnelen sich viel wohler fühlen bei der starken Strömung. Gerade wenn das Paarungsschwimmen losgeht, merkt man immer, wie die hier richtig durchs Becken schießen. Da die Frage mit Sicherheit in den Kommentaren kommen wird, wie dünge ich das Becken eigentlich? Ich verwende hier wieder den Tropica Specialized Nutrition. Den habe ich ja früher auch bei meinen anderen Becken verwendet. Bei den anderen verwende ich aber tatsächlich mittlerweile nur noch Masterline. Hier ist es so, dass ich hier in Verbindung mit den Red B-Garnelen, die ja leider doch sehr empfindlich auf Dünger reagieren können, die besten Erfahrungen mit dem Tropica gemacht habe. Ich wollte jetzt nicht unnötige Experimente mit dem Masterline machen und im schlimmsten Fall meine Garnelen damit gefährden. Außerdem versorge ich meine Pflanzen mit CO2 aus der Danone Carbosol M200. Da bin ich ja wirklich mega zufrieden mit. Übrigens hier eine Flasche aus dem Supermarkt, die ich einfach schwarz beklebt habe. Wer da jetzt überlegt, kann man die Flasche überhaupt noch zurückgeben? Tatsächlich, ja, funktioniert einwandfrei. Zur Not kann man nämlich die Folie einfach abmachen. Als Nachtabschaltung, wie bei all meinen Aquarien mittlerweile, die Bavaria Fluid Systems mit dem Rückschlagventil kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Also Nährstoffversorgung ist hier auf jeden Fall gegeben und ich bin tatsächlich überrascht, dass es mit der T8-Beleuchtung so gut funktioniert. Ich würde gerne ein paar Worte zu dem Bodenfilter verlieren, denn uns ja im letzten Video habe ich schon gemerkt, beim anderen hat das ja doch Interesse geweckt. Mir ist ja wichtig zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass ein Bodenfilter nicht für Fischaquarien geeignet ist, denn die Belastung durch den Fischkot ist einfach um einiges größer wie jetzt hier durch den Garnelenkot. Für ein Garnelenaquarium halte ich ihn für perfekt. Denn gerade die Babygarnelen sind ja doch bei den meisten Innenfiltern gefährdet. Und hier ist einfach das Gute, die können nicht mehr eingesaugt werden. Die sind komplett sicher. Und das freut mich halt total. Deswegen nutze ich das am liebsten in meinen Garnelen-Aquarien. Zum Thema Wartungsaufwand. Denn das ist ja auch für den einen oder anderen immer interessant. Beim Wartungsaufwand ist es halt wirklich so, dass ihr eigentlich so gut wie gar nichts machen müsst. Die einzige Arbeit, die wirklich mal anfällt, ist hier das Steigrohr reinigen. Denn da ist es so, das seht ihr auch in der Videosequenz, wo es um die Kammhaut geht, dies setzt sich mit der Zeit zu und dann hat man da so einen schwarzen Belag drauf. Ihr seht es jetzt auch hier, ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen erst gereinigt und es fängt schon wieder an, dass sich so langsam hier wieder einen Belag bildet. Der muss aber nicht weggemacht werden, den mache ich wirklich nur aus optischen Gründen weg. Der Bodenfilter würde natürlich trotzdem einwandfrei funktionieren, wenn ihr es da dran lassen würdet. Es handelt sich hierbei um einen Bodenfilter Marke Airlift. Das sind insgesamt 16 Platten, die sich hier unter dem Bodengrund befinden. Die Platten haben jeweils die Abmessung 14 x 7 cm. Das Steigrohr ist in dem Set mit dabei und normalerweise würde man das mit einem Spulstein verwenden und dann über das sogenannte Lufthebelprinzip über eine Membranpumpe antreiben. Ich habe mich hier aber lieber für den Aquell Zirkulator 500 entschieden. Ich bin ein großer Fan von, weil der einfach flüsterleise ist, man hört wirklich gar nichts vom ersten Tag an. Der muss sich nicht erst einlaufen. Kann ich wirklich empfehlen, finde ich großartig. Der riesige Vorteil an dem Bodenfilter ist natürlich, dass ihr den gesamten Bodengrund als Filterfläche nutzt. Würde mich natürlich interessieren, wie gefällt euch mein Oasis Cable 61? Gerade dieser Retro-Ansatz, taugt euch das? Ist das interessant für euch? An sich auch, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!